Welche Blitze? Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein. Hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? So, mal sehen, ob wir die Mumen finden. Bin gespannt, wie die Viecher aussehen. Oder... Sollen die eigentlich Hexen sein, ne? Okay, einfach geradeaus. Lauf, Blitze! Schritt weiter, sonst bist du gleich so kalt wie die anderen. Bitte was? Ich glaube, dass ich euch töte und euch in den Graben werfe und euch verbrenne. Und euch die Arme abschneide. Ja, die haben denn hier wohl mal schön nett überfallen. Öl. Tabak. Hatte das Pferd gerade keinen Kopf mehr? Aber wahrscheinlich gehörten die hier unten zu dem Hof. Schätze ich mal. Nein, Gera, wir wollen jetzt nicht kämpfen. Wir müssen nicht noch gegen Wölfe. Okay, ist das hier der Sumpf scheinbar? Ja, doch. Sieht etwas sumpfig aus. Das sollen wir den süßen Pfad finden. Halt! Okay. Scheint der zu sein. Geht sofort weiter. Ich habe nur das Gefühl, dass mich da gleich was ganz, ganz Furchtbares erwartet. Deswegen einmal hier trinken und alles nachfüllen. Also, Hexersinne. Okay, der süße Pfad. Ist aber ein schöner Pfad. Warte mal. Dann habe ich davon was übersehen. Deswegen sehe ich das gerade nicht aktualisiert. Ich guck lieber nochmal. Gerät. Ah. Ja, okay. Wir haben ja ganz kurz von der Torte hier.
glaube, ich mache mir die Nacht heimlich eine Torte zu schaffen. Die ist super lecker. Super lecker. Wie gesagt, ich glaube, ich schleiche heute Nacht dann mehrmals in die Küche. Und morgen ist dann nichts mehr von der Torte da. die ist richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Das ist das letzte Mal, ja. Ja. Auch wenn sie tatsächlich nicht ganz so süß ist, aber das ist gar nicht so schlimm. Oh, die ist, ja. Ja, tausendmal besser. Obwohl die letztes Mal schon echt gut war, aber oh, lecker. Es verlangt nach mehr. Okay, wir müssen also nicht die ganze Zeit hier die Hexe-Sinne anhaben. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Jetzt muss ich gar nicht ganz recht. Nicht? Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Ja, stimmt. Das, nicht? Das passt dir gerade ganz gut. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Ihr seid doch im Sumpf. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Ich glaube, das trifft hier nicht und ganz was zu. Was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Mhm. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Ja, na, die suche ich nicht. Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt?
Meine Stimme ist cool, ja. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob hast du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Wer für eine Hörbuchklasse? Ja, das stimmt. Geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Okay, zu dieser Hütte. So viele Rundhölzer. Nur leider alles schon als Brücke verarbeitet. Ah ne, das ist ein Trog. Was hat er? Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Lord. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Mhm. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Schnecken jagen? Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Leicht eklig. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Damit nehme ich aus. Ja. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Da hast du auch ein Talent für. Verstecken spielen macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Ich habe keine Leckereien. Du kannst also welche bringen, mit uns Verstecken spielen oder einfach verschwinden. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken und du musst laut zählen. Alle Finger und die Zehen. Eins, zwei, drei, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Okay. Ja, das wird doch ein Kinderspiel. Ah, ja, richtig. Wie hast du mich gefunden? Magie. Quasi. So. Also einen von vier haben wir.
Oh Gott. So, da läuft auch noch was lang. Ich gehe hier mal runter. Hab dich. Komm raus. 2 von 4. Die ist wahrscheinlich hinterm Haus. Okay, nee, doch nicht. Doch. Ah. Da bist du. Du kannst rauskommen. Gemein, ich wollte gewinnen. Ja, ja, ich wollte auch gewinnen. Auch so vieles. So, jetzt fehlt also nur noch ein Kind. Mhm. Aber wo ist es? Nee, hier war das. Erste. Letzte. Milona. Die ist versteckt. Okay, das hier ist verschlossen. The drop. Oh Gott. Da. Das war's. Jetzt hab ich. Du hast bestimmt gemogelt. Ja, bestimmt. Komm, ich muss den anderen sagen, dass ich gewonnen habe. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tue dir nichts. Wo ist Oma? Heute geplant. Wie alle Kinder. Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Von den Sonnen schon wieder zu versuchen. Einmal hab ich beim Pilzesammeln seinen Bauch nicht gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern? Und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet. Wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun.
Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Gut, dann suchen wir mal nach Hansi. ja, kann lustig werden. Ich bin nicht sicher, ob ich wissen will, was Hansi ist. So, hier lang. Nicht weinen. Diese Kinder, ey. Hoch. Die Hunde sind ertrunken. Immer diese blöden Mistwachterweiber, ey. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Da zum Beispiel. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Aber wie schön, dass sie einfach weglaufen. Die haben Angst vor mir. Ah, da. Ich habe die Fußspuren wieder. Wo ist sie denn ganz hingelaufen? Ah! Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Okay, hat keine Stimme mehr. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen?
Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Nein, schau mal nicht. Ja gut, das ist Hansi. Auch mal eine... Vorsicht! Eine Art Lebewesen in diesem Universum, was wir noch nicht gesehen haben. Ah, da ist Hansi. Bleib dicht bei mir. Lauf, kleiner Hansi, lauf. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Nein, zu. Warum müssen wir eigentlich immer klettern? Okay, so kommen wir tatsächlich nicht hoch, aber wir nehmen dann den normalen Weg. Ah, okay. Oh nein. Papieren. Papieren? Ja, es sind Papieren. Aua, aua, aua. Ich hasse fliegende Gegner. Also die sind, glaube ich, nerviger als im zweiten Teil. Boah, Eiskalt erstmal die Flügel abgetrennt. Ihr habt nur Mutagenen bei euch. Sorry. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Wir schleichen jetzt nicht runter. Hallo, Hansi. Hier. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein naja. Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können?
Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Naja. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Also dürfen wir Hansi jetzt wieder zum Dorf begleiten oder was? Hansi ist nur etwas sehr langsam. Verdammt! So. Nein, 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 nein! Erledigt. Hier rein. Ja, egal. Lassen wir liegen. Mit. Jedenfalls. Die Luft ist rein, keine Mumie in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind.
Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Jenny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Na, wir auch. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Mhm. Das Haus, in das wir nicht reinkamen. Okay. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Es uns zu stören, Weib? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Mhm.
Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Okay. Ja, seltsame Viecher. Gut, ich werde einmal ganz kurz in die Pause gehen. Einmal ganz kurz aufs Klo. Mein letztes Stück Essen aufessen und dann geht es gleich direkt weiter. Also, bis gleich.